Ja, ihr Lieben, da sind wir zurück beim Elefanten. Ja, und wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen, um die Maus irgendwie wieder in Gang zu kriegen. So, dazu gehen wir erstmal wieder zurück zum Palast. So, einmal hier lang. Jetzt müssen wir den ganzen Weg leider wieder zurücklatschen. Bei Fluffy Schnuckelhäschen vorbei. Oh. Arme kleine Pupsi. Angst. Oh wei, oh wei. Ich werde hier ein wenig kindisch. Das merke ich gerade. Aber ich glaube, bei dem Spiel bleibt das nicht aus. So, König Nix Palast. Und erinnert ihr euch noch an die Gießkanne im Pokalraum oben? Genau. Die hatten wir ja am Anfang abgenommen und da haben wir bemerkt, dass ja, die Tür zuging. Also brauchen wir irgendwas, was wir da hinstellen können. Was ungefähr genauso schwer ist. Ja, und was bleibt da in unserem Inventar als logische Alternative? Genau, der alte Krug. Zip. Zip. Perfekt. Genau. Und mit dieser Gießkanne können wir jetzt wieder raus aus dem Palast. Ja, wir müssen hier... Ich kürze das mal ein bisschen ab. Weil dem Mal hier zuzugucken beim Latschen, denke ich mal, ist nicht so interessant. So, bei Fluffy Schnuckelhäschen. Das ist immer noch so traurig. Genau, da hinten gehen wir rein. So, und den Dünger, den können wir nämlich jetzt mitnehmen. Mit Hilfe unserer... Nabbela. Nabbela. Mit unserer Gießkanne können wir den auffüllen. So. Pfui. Genau. Ja, damit also wieder raus. Ja, und mit Hilfe dieses übel riechenden Düngers können wir jetzt also die Maus wieder zum Leben erwecken. Tut mir leid, kleines Kerlchen. Aber es ist Zeit aufzuwachen und den Dünger zu schnuppern. Genau. Jetzt ist das kleine gute Viechchen wieder sehr aktiv. Und wir können ins Trickreich. Wir fahren ins Trickreich! Ich liebe es, ins Trickreich zu fahren! Sind wir schon da? Ja, willkommen im Trickreich. Achso, wir können schon wieder... Okay, ja. Links oder rechts, Freunde? Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen rechts an. Willkommen im Trickreich. So. Das ist ein Kaufhaus, der Weck Me. Genau. Gehen wir einfach mal hinein. Allerdings... Oh. Kommen wir da leider erst durch einen Trick rein. Nämlich seht ihr hier oben diese leuchtenden ja, Lampen. Nur da, wo die Lampe leuchtet, da kommen wir auch wieder hinein. Und ich hoffe, das wird jetzt hier gleich mal der Fall sein. Na? Na komm schon. Da. Jetzt können wir also hinein. Genau. Wacky Me Neuheiten. Das sind die guten zwei Mitarbeiter. Hallo Jungs, er heißt Fauch, ich bin Clef. Willkommen bei Wack Me. Hallo. Klasse Laden habt ihr hier. Ach, Wack Me ist nur die natürliche Fortsetzung des gemeinsamen Hobbys von Fauch und mir, wissen Sie. Was für ein Hobby ist das? Uns gegenseitig die Hucke voll zu hauen, bis wir lachen. Ja, genau. Eines Tages sagten wir uns, hey, hier sind wir also und schlagen uns gegenseitig die Hucke voll. Und wofür? Und dann sagte Fauch... Weißt du, Clef, alle anständigen Trickreicher würden doch ihren linken Augenzahn dafür geben, wenn sie sich gegenseitig die Hucke mit der gleichen stilvollen Raffinesse vollhauen könnten wie wir beide. Also eigentlich hat Fauch nur irgendwie dieses komische Kichern vor sich hingegluckst. Aber ich verstand genau, was er meinte. Und so entstand Wack Me. Prügelwerkzeuge aus Expertenhand. Genau, wir können beruhigt unseren guten Namen für alle Wack Me-Produkte hergeben. Weil wir jedes einzelne persönlich getestet haben, wieder und wieder. Aneinander. Ja.
Ja. Ihr seid offenbar gerissene Geschäftsleute. Ach, wir haben nur eine Marktlücke entdeckt und ausgenutzt. Im Trickreich dreht man sich nur einmal um und schon trifft mal jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Ich war schon länger nicht mehr hier. Irgendwas Neues? Irgendwas Neues? Hast du das gehört, Fauch? Irgendwas Neues? Sie scherzen wohl, Mister. Hier dreht man sich nur einmal um und schon haben wir wieder was Neues. Jeden Tag. Ich dachte, das war... Dreht man sich nur einmal um und schon trifft man jemanden, der dringend einen Amboss braucht. Mach ich keine schlauen Sprüche, mein Sohn. Mach lieber welche, die zu deinem IQ passen. Also, was ist neu? Unsere neuesten Prototypen sehen Sie hier in diesem Regal. Sie sind noch nicht zum Verkauf freigegeben. Das ist so geil. Aber wir führen sie Ihnen sehr gerne vor. Ja, mach mal. Bin ich gespannt. Ihr Lieben, das wird ein Fest der Lachmuskeln. Könnten Sie uns wohl eine von diesen Zigarren vorführen? Aber selbstverständlich. Doch seien Sie gewarnt, das hier ist keine simple Knallzigarre. Das hier ist der große Urknall unter den Trick-Tabakaren. Diesen Racker zu rauchen, kann Ihrer Gesundheit wirklich ernsthaften Schaden zufügen. Und das Beste daran, er detoniert garantiert im Mund, nicht in der Hand. Hier der Beweis. Genau, dann haben wir hier noch den guten... Wir würden gerne mal sehen, wie der Boxhandschuh funktioniert. Boxhandschuh, genau. Sofort! Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Firmenwappen. Lass mich raten. Kaum dreht man sich mal um, trifft man schon wieder einen zufriedenen Kunden? Richtig! Jetzt hören Sie mal zu. Auf einen einfachen Knopfdruck hin, kloppt dieser Handschuh Ihrem völlig überraschten Gegenüber den Schmalz aus der Birne. Der Typ am falschen Ende dieses Wundergeräts sieht garantiert Sterne. Klappt jedes Mal. Prügeln Sie drauf los, so viel Sie wollen. Dieser Handschuh hält garantiert länger als die Köpfe Ihrer Opfer. Schlag auf Schlag auf Schlag. Sehen Sie her. Ja, es wird jetzt sehr brutal. Also bitte alle kleinen Kinder weggucken. Oh, das müssen wir mitnehmen. Ich bin sicher, wo die herkommen, gibt es noch viel, viel mehr davon. Zap, die brauchen wir. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das Spiel auch erst ab 2 freigegeben ist. Hallo Jungs, wie läuft das Geschäft? Schmerzhaft. Genau. Das ist doch schön. Jetzt wissen wir ja auch, warum. Könnten wir uns mal die Blume ansehen? Freunde, das hier ist keine stinknormale Spritzblume. Warum sollten Sie Ihren Kumpel mit popligem Leitungswasser anspritzen? Wenn Sie so viel mehr Spaß haben können mit einer Ladung extra starker Säure. Ja, da freut er sich. Zeig's Ihnen, Fauch. Oh. Gut, eins haben wir noch. Das Pulver sieht interessant aus. Das ist unser patentiertes Schüttel- und Schäl-Juckpulver. Klar, zum Jucken kann einen alles Mögliche bringen. Aber nur unser Pulver hat einen besonderen Zusatzstoff. Den Leprasin-B-Komplex. Ich garantiere persönlich dafür, dass es mehr als nur ein bisschen juckt. Bereit, Fauch? Oh.
Das ist der Humor von Toonstruck. Was ist das für eine Maschine da in der Ecke? Diese kleine Schönheit hier ist der einzig existierende Gratis-Präsentomat. Drücken Sie einfach auf den Knopf, um ihn zu starten. Und dann drücken Sie nochmal drauf, um die Maschine bei dem Präsent zu stoppen, das Sie gerne hätten. Das ist unsere bescheidene Art, all unseren verehrten Kunden zu danken. Genau. Das machen wir auch gleich, aber erst im nächsten Teil, denn die 10 Minuten sind rum. Also freut euch auf den Präsentomat im nächsten Teil NRW 18. Adieu!